Gerade wollen wir anfangen, da stopft sich Linda noch mal ein paar Snacks rein. Ach, nimmst du schon auf? Ja. Mist, sorry. How to Oper mit Linda Becker und Kathi Röb. Ja, hallo. Ja, wir haben uns nämlich gedacht, heute mal einen kleinen Glühwein. Das empfehlen wir euch auch. So in dieser vorweihnachtlichen Zeit, macht euch eine Flasche auf, rein in den Topf damit, eine Orange reingeschnippelt und dann könnt ihr diese Podcast-Folge genießen zu Juditha. Juditha, ich muss einmal hey, ganz kurz. Juditha. Ich muss einmal kurz nachspülen, weil ich nämlich immer noch Nick-Nack-Krümel zwischen den Zähnen habe. Nur falls es die Leute interessiert. Wir haben aber auch Mozartkugeln, um thematisch bei der klassischen Musik zu sein. Genau. Und deine Mitbewohner haben mich heute Morgen angerufen und gesagt, die Kathi, die spinnt doch. Es war ein Mitbewohner und ich weiß wer. Der lag nämlich ziemlich lange im Bett heute bis 10 Uhr morgens und ich wollte duschen und wollte mich auch auf die Folge heute vorbereiten. Und habe deswegen tagelang jetzt auf dem Fahrrad ein bestimmtes Lied gehört, das ihr vielleicht kennt. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht, aber es ist ein absoluter Gassenhauer. Möchten wir euch auch nicht vorenthalten. Nee, und ich habe eine Aufnahme gemacht, wie schön ich das unter der Dusche singe. Kannst du gerne mal abspielen. Meine Lieben, die Füßen so high. Meine Blüder sind mich da. Achtung, da geht's noch in die Höhen. Na, ist das nicht schön, Linda? Ja. Ich find's richtig unangenehm. Und falls irgendjemand nicht versteht, was Kathi singt, sie singt, meine Lippen sind so heiß. Sie küssen so heiß. Ach so, sie küssen ja. So heiß. Ganz genau. Aus deinem Munde klingt das natürlich tausendmal besser. Aber das ist ein Stück, das vorkommt in der Spieloper Juditha. Mhm. Und es ist ja schon sehr gassenhaurig, was du da unter der Dusche gesungen hast. Total. Es ist sehr, sehr eingängig. Es ist quasi Schlager. Ist das ein sehr lustiges Stück? Naja, es heißt Spieloper. Mhm. Das heißt, es kommen wahnsinnig witzige Elemente vor. Mhm. Aber es ist eigentlich so ein bisschen dramatischer, als es der Titel Spieloper vermuten lässt. Und vielleicht sagen wir auch mal ganz kurz, von wem das Stück überhaupt ist. Es ist nämlich von Franz Lehár. Ganz genau. Und was ist das für ein Typ? Ein Wiener Komponist, der so Anfang des 20. Jahrhunderts lebt, studiert eigentlich jetzt erstmal Geige, macht dann aber ganz viele Kompositionen und zwar ganz viele Operetten. Mhm. Und vielleicht sagt euch die Operette Die lustige Witwe zum Beispiel was. Das war so sein Topschlager. Und irgendwann aber hatte der dann Lust, sich von diesem Operettenstatus zu verabschieden. Und was ist jetzt eine Operette im Vergleich zu einer Oper? Das ist meistens so ähnlich, nur mit super eingängiger Musik. Mhm. Und die Geschichte ist eigentlich meistens ziemlich seicht und gut gelaunt. Mhm. Also zu vergleichen mit so einem Hollywood-Streifen, der hier rein, da wieder raus, jetzt nicht so intensiv ist. Was ich allerdings auch gelesen habe, dass Die lustige Witwe zu Adolf Hitlers, Achtung, Lieblingswerken gehörte. Ganz genau. Das ist schon krass. Das ist super krass und da gibt es eine wahnsinnig krasse Geschichte zu. Auch dass zum Beispiel einer der Librettisten, der Juditha geschrieben hat, Jude war. Mhm. Und Juditha durfte auch während dieser Zeit des NS-Regimes nicht gespielt werden. Wenn wir jetzt also von der Spieloper reden und dann schon auf diese krassen Themen kommen, dann ist es auch ein bisschen klar, dass sich Franz Lehár zu seinen Lebzeiten irgendwie weiterentwickelt hat. Hin zu, was er jetzt bei Juditha nennt, die Spieloper oder er nennt es auch musikalische Komödie. Mhm. So, Juditha, worum geht's da, Linda? Okay, also ich pack mal aus. In Juditha geht es um einen jungen Offizier, der heißt Octavio. Mhm. Und der verliebt sich in eine Frau, Juditha nämlich, die anscheinend wunderschön ist und eine wunderschöne Stimme hat, wie wir beide. Wenn Juditha duscht, dann klingt das ungefähr so wie ungefähr bei dir, so genau. Ich, ja. Der ist auf jeden Fall eigentlich auf dem Weg, also der steht irgendwie, glaube ich, zu Anfang des Spiels an einem Hafen in einer südländischen Stadt und will eigentlich schon abfahren nach Nordafrika. Dann sieht er Juditha, wie die da lang schreitet
mit ihrem, bei Wikipedia steht, alternden Ehemann. Oh, okay. Manuela, der scheint also ein Stück älter zu sein als er. Die verlieben sich dann und Giuditta verlässt Manuela für Octavio. Wow. Ja. Für den, der gerade abreisen wollte. Genau, it's love. Und dann gehen die zusammen nach Nordafrika. Dann möchte Giuditta ihn aber überreden, sozusagen Fahnenflucht zu begehen, also aus dem Militär auszutreten. Genau. Das will er aber nicht machen. Giuditta ist da traurig darüber und fährt zurück. Und dann so zum Ende der Geschichte sehen sie sich nochmal wieder in einer Bar, wo Giuditta gerade singt und er am Klavier sitzt und spielt. Und das ist das Ende des Stücks. Und dann singt sie, meine Lieben, sie küssen so heiß. Bis ihr diese Folge zu Ende gehört habt, habt ihr auf jeden Fall einen Ohrwurm, zumindest von diesem einen Satz. Wenn du sagst, die sitzen beide in einer Bar und gucken sich so ein bisschen an und diese Liebe ist irgendwie schon lange passé und so. Und dann passiert ja auch nichts mehr, gell? Auf Wiedersehen, ja. Love is over. Dann kann man sich denken, was passiert. Nämlich Nada Nothing und das erinnert mich so ein bisschen an La La Land. Ja, stimmt. Bei dieser letzten Szene, da sitzt Ryan Gosling am Klavier, sie kommt rein mit ihrem neuen Boy, guckt ihn an, sie gucken sich so an über den Saal hinweg und dann schweift so diese letzte Liebe. Das ist für mich Giuditta. Das fasst du sehr schön zusammen. Vielen Dank. Und hat auch jemand anders noch sehr schön zusammengepasst, nämlich die Dramaturgin, mit der du geredet hast. Ja, Katharina Ortmann. Und was eine Dramaturgin macht, haben wir schon bei der Nase gelernt. Hört das gerne auch nochmal an, das ist die letzte Podcast-Folge. Und mit Katharina habe ich jetzt also über die Giuditta geredet. Die Stimmung ist wirklich der Tanz auf dem Vulkan, also große Euphorie, große Gefühle, große Begeisterung, aber eigentlich darunter so ein Nichts, ein Angst, ein schwarzes Loch, ein Schwanken, eine Situation, die eigentlich niemand mehr unter der Kontrolle hat. Große Gefühle, Ablenkung, Wendung ins Private, eine Innerlichkeit, ein Feiern wollen, auch so ein bisschen ein Rückzug aus der Realität. So, das ist jetzt mal der Inhalt von Giuditta, das ist so die Grundgeschichte. Aber an der Bayerischen Staatsoper wird was anderes gemacht. Wir bleiben jetzt nicht nur bei diesem Grundstück von Franz Lehár, sondern wir packen neue Elemente drauf. Stimmt, das ist eigentlich noch total der gute Punkt von ihr, ne? Weil also 1934 war jetzt auch keine schöne Zeit. Und dann ist es natürlich schon hart, wenn man einfach nur so ein bisschen seichtes Stück hat, ja, wo irgendwie zwei Leute verknallt sind und sich dann halt nicht kriegen. Und deshalb kommt wahrscheinlich auch nochmal dieser andere Handlungsstrang dazu, von Ödon von Horvath in Sladek oder die Schwarze Armee, der ist von 1928, also ein bisschen vorher. Da geht es darum, dass Sladek, ein Soldat, kommt aus dem Ersten Weltkrieg zurück, der war ja auch kurz vorher, kommt natürlich mit einem Trauma zurück, weil er eben im Krieg war und dann lernt er Anna kennen und ist mit Anna zusammen und die sind eigentlich auch ganz glücklich. Und dann versuchen aber, sag ich mal, Freunde oder Kameraden aus diesem Militär von ihm, Sladek in die Geheimarmee zu locken, um sozusagen so einen Aufstand zu machen. Ja? Und die wollen eine Diktatur etablieren. Anna will das aber nicht, weil Anna das für eine blöde Idee hält. Ist ja auch eine blöde Idee. Sladek ist aber sozusagen hin und her gerissen und entscheidet sich dann gegen Anna und für seine Kameraden eben und für diese Geheimarmee. Und dann beschließen die Kameraden, Anna umzubringen. Uff. Okay, also auch das klingt jetzt mal nicht so sehr nach Spieloper, sondern eher dramatisch. Klingt dramatisch, aber ist dann ja sozusagen, auch wie Katharina vorher schon gesagt hat, so der Zeit geschuldet. Also dass so eine Nebenstory den guten Grund hat, eben das Ganze noch ein bisschen dramatischer zu machen. Okay, und diese Geschichte bringt jetzt das Regie-Team damit rein und es wird sozusagen ein neuer Handlungsstrang. Genau, es wird ein neuer Handlungsstrang, damit nicht nur dieser witzige Teil, dieser Buffer-Teil, ja. Also Buffer heißt sozusagen sowas wie ein bisschen komisch, so ein bisschen so weird und verrückt auf Italienisch. Und damit eben auch noch so ein bisschen schwerwiegenderer, ein bisschen dramatischer Teil dabei ist, der eben das Ganze so der Zeit angepasst macht. Okay, also dann wird das alles ersetzt. Und wie du sagst, ne, also es ist die Zeit so kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, aber es braut sich ja schon alles irgendwie so an. Mhm. Und wir kriegen jetzt, indem sie zum Beispiel diesen Text hier von Ödön von Horvath mit dazu packen, wie so eine Art Collage von dieser Zeit damals. Mhm. Und da habe ich Katharina nochmal gefragt, kann man das denn einfach so machen? Also kann ich zu so einem Stück, kann ich einfach so einen Mash-up machen? Und sie meint, das geht ganz gut. Man kann sagen 60-40, 60% Giuditta, 40% anderes Material. Das ist natürlich keine Neuerfindung. Im Schauspiel wird es ständig gemacht. Da gehen die ganz anders mit Texten um, weil es natürlich auch nicht so komplex ist. Bei uns hast du ein Orchester, eine Partitur, eine musikalische Ebene.
Aber das zu machen, ist eben eine Praxis, die eben aus anderen Kontexten kommt, die aber bei uns sehr wohl auch gemacht werden kann und gemacht werden muss, auch um Repertoire lebendig zu halten, sollte man das auf jeden Fall machen. Finde ich sehr spannend, wenn man dafür einen guten Grund hat. Also dann eigentlich ja berechtigt, dass Sie jetzt so einen anderen Text mit dazu packen, aber auch indem Sie ganz viel Musik noch mit dazu packen von Komponisten. Mhm. Kann man nicht gendern, weil sind nur Dudes. Ja, well, war halt früher so, ne? Ja, oder die anderen wurden einfach nicht gesehen. Die genau. Ladies gab es schon auch. Ja. Aber gut, die packen da auf jeden Fall so Leute rein wie, jetzt können wir mal gucken, was du noch weißt aus dem Musikunterricht. Komponisten wie Arnold Schönberg. Nein. Bela Bartok? Ja. Ja, gut. Und Alban Berg. Vielleicht sagt euch Arnold Schönberg ein bisschen was aus der Schule noch zum Beispiel. Der hatte diese Zwölftontechnik, hieß es. Also das bedeutet, du hast so 12 Töne, mhm, auf einem Klavier, kannst du dir so vorstellen. Und da gibt es ja dann diese schwarzen und die weißen Tasten. Mhm. Und 12 Töne davon sind eine Oktave, sagt man. Und Arnold Schönberg sagt, yo Leute, lasst mal, wenn wir ein Stück spielen, versuchen, alle diese Töne vorkommen zu lassen. Und bevor sich ein Ton wiederholt, müssen alle anderen Töne gespielt werden. Also man muss erst eine Oktave gespielt haben, um die nächste Oktave zu spielen? Man muss alle diese 12 Töne mal getippt haben, bis man eine Taste davon wieder drückt. Ah! Genau, also wenn ich dürfte jetzt zum Beispiel nicht machen A, 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 weil ich dann dieses A zweimal gesungen habe. Okay. Okay? Also ja, das war einfach eine andere Art, Musik zu verstehen, weil er gesagt hat, hey, wir haben schon alles hoch und runter gedudelt, lass mal versuchen, das anders zu machen. Mhm. Und Bela Bartok, den du kanntest, weiß, dass er Ungar ist. Ganz genau. Und er hatte voll Bock auf ungarische Folklore, ungarische Musik und hat auch wahnsinnig viel mit Rhythmus gemacht. Und all diese Komponisten haben also versucht, die Musik neu zu denken. Also was sehr Modernes zu der Zeit quasi. Ganz genau. Mhm. Und jetzt kommen wir zu Franz Lehár, der also dieser Operetten-Guy war, der so ein bisschen Schlager gemacht hat, also so der Helene Fischer genau, der Zeit. So, und jetzt mixt also dieses Regie-Team diese vielen Stile zusammen. Okay, und somit bekommen wir also, wie gesagt, dieses Bild von der damaligen Zeit. So viel jetzt zur Theorie. Und wie machen das jetzt die MusikerInnen? Also dazu habe ich mit Titus Engel gesprochen. Der ist eingesprungen jetzt als Dirigent für Juditha, weil nämlich der andere Dirigent, der sonst mal macht, Gabor Kali, der ist krank. So. Und da hat sich Titus Engel gedacht, das mache ich jetzt einfach mal. Wer Titus Engel nicht kennt, der kommt aus der Schweiz. Der hat Musikwissenschaften studiert und Philosophie, so wie ich, in Zürich. Und später hat er dann ein Dirigentenstudium gemacht an der Musikhochschule in Dresden. Und mittlerweile ist er ziemlich erfolgreich. Also der hat schon echt in vielen Häusern dirigiert. Und ich habe über ihn gelesen tatsächlich, dass er ein, Achtung, dirigierender Derwisch ist, wow, der alle Akteurinnen sicher durch halsbrecherische Stromschnellen leitet. Hallo Titus! Also genau, und ist er also quasi genau der Richtige für dieses Stück. Ja, weil das Stück ja schon, sehr viele Ebenen hat. Was wir ja gerade gesagt haben, einmal geschichtlich und andererseits natürlich auch musikalisch. Und ich habe ihn mal gefragt, warum das überhaupt so ist. Also warum sozusagen einmal die Musik von Lehár da ist und eben dann noch die Musik von diesen ganzen anderen, also von Schönberg, Bartok und Berg noch dabei ist. Juditha ist ja ein Stück voller Hits. Es gibt Momente, die an Musical erinnern. Es gibt ungemein schmelzende Arien und rauschende Duette. Wir wollten aber nicht nur die Musik von Juditha zeigen, sondern auch zeigen, dass in dieser Zeit auch eine ganz andere Musik geschrieben wurde, nämlich schon eine sehr zeitgenössische von Schönberg und Berg beispielsweise, die wirklich die Musik total modernisiert haben. Teilweise etwas schräge Stücke, aber mit großem Ausdruck und die bilden einen ganz tollen Kontrast zu Juditha. Man muss sich das also ein bisschen so vorstellen, wir spielen nicht ein Stück komplett, wie jetzt eine CD, sondern es ist eher so eine Playlist bei Spotify, wo wir sozusagen Juditha spielen und dann zwischendrin immer als Kontrast noch ein modernes, zeitgenössisches Stück aus dieser Zeit, um die verschiedenen Musiksprachen und die Beziehung auch dieser Musiksprachen und auch der Texte zu zeigen.
Das fand ich jetzt total interessant, was er gesagt hat, dass er dann eben sozusagen die verschiedenen Musiksprachen dieser Zeit zusammenbringen will, ja, dass man damit sozusagen erklärt, wie auch der Zeitgeist damals gewesen ist. Und wer sich jetzt fragt, was das für ein Gerede im Hintergrund war, Titus Engel hat mir eine WhatsApp oder hat mir WhatsApp-Nachrichten geschickt auf meine quasi Interviewfragen. Einerseits wegen der Corona-Situation jetzt hier gerade, weil man sich ja nicht einfach treffen kann, um Interviews zu führen. Und andererseits auch deshalb, weil er ja einspringen musste, ja. Und der weil hat jetzt was zu tun. Der einfach ober im Stress ist, obwohl dafür hat er noch einen echt entspannten Eindruck gemacht und sich natürlich jetzt diese ganzen Stücke auch drauf schaffen muss, ja. Und wir haben heute Morgen telefoniert und dann hat er gemeint, ja, er muss jetzt zur Probe, aber er schickt mir dann später die Antworten zu. Und deshalb war natürlich meine erste Frage auch, wie schaffst du es eigentlich, dir jetzt in dieser kurzen Zeit von ein paar Tagen diese ganzen Stücke drauf zu schaffen als Dirigent? Voll. Ja, es kam sehr überraschend für mich, diese Giuditta zu dirigieren, in der Tat. Ich habe mir das natürlich dann kurz überlegt, ob ich das schaffe in der kurzen Zeit, das zu lernen. Und habe dann gedacht, naja, das ist so eine tolle Gelegenheit, dieses Stück zu machen. Die möchte ich beim Schopf ergreifen und habe mich dann hingesetzt und möglichst schnell die Noten besorgt von der Bibliothek in München und habe dann angefangen, das Stück zu lernen. Ich habe da so eine Methode, dass ich erstmal die Gesangsstimmen lerne und dann das Orchester nach und nach, sodass ich möglichst schnell einen Überblick habe und dann auch gemerkt habe, wo sind die schweren Stellen, was kann ich sozusagen aus meiner Erfahrung heraus direkt machen und was muss ich genauer üben. Und es macht viel Spaß. Was ist das für ein Funzkerl, oder? Ich hab neulich auch gelernt, man kann auch gut mit Düften üben. Vielleicht wäre das auch noch ein Tipp für ihn. Sich so ein Palo Santo anmachen oder so ein bisschen Eukalyptusöl irgendwo hin oder so, dann geht es besser ins Hirn. Aber hey, Respekt. Ich habe da natürlich auch heute Morgen mit ihm drüber telefoniert und mir überhaupt mal erklären lassen, wie das eigentlich ist. Was hat man so als Dirigent zu tun und wie probt man mit den ganzen Leuten? Die Aufgabe eines Dirigenten in der Oper ist, besonders, weil man nicht nur das Orchester dirigiert, sondern auch dafür verantwortlich ist, die Sänger mit dem Orchester zu koordinieren. Erst probe ich mit den Sängern alleine, mit Klavier, dann probe ich mit dem Orchester alleine, dann probe ich mit allen zusammen, aber noch nicht auf der Bühne und dann kommen die Endproben auf der Bühne, wo ich dann unten im Orchestergraben bin mit dem Orchester und die Sänger auf der Bühne singen und spielen. Und die können mich schon auch dann sehen, wenn man als Zuschauer das Gefühl hat, dass sie mich gar nicht beobachten. Denn es gibt versteckte Monitore und natürlich eine Kamera, die mich die ganze Zeit filmt. Und über diese Monitore auf dem Bühnenraum, aber auch teilweise im Zuschauerraum versteckt, können sie mich beim Dirigieren beobachten, sodass sie immer genau wissen, wann sie einsetzen müssen. Also das war ja für mich ein Aha-Moment, diese Antwort von ihm, weil ich nämlich zwei Dinge gelernt habe. Also A, habe ich gelernt, dass nicht nur die MusikerInnen im Orchestergraben ihn sehen können, was ja irgendwie klar war, sondern auch die SängerInnen auf der Bühne durch eben diese Monitore. Und dann ist mir aufgefallen, ah ja, stimmt, Linda. Und da muss ich sagen, war ich einfach ein bisschen dumm vorher, weil ich mir diese Frage nie gestellt habe. Stimmt, natürlich müssen auch die Sängerinnen und Sänger dirigiert werden. Die singen ja auch nicht so einfach vor sich hin. und das ist mir tatsächlich heute das erste Mal so richtig klar geworden. Ja. So klug bin ich. Um die muss er sich auch kümmern. Ich frage mich jetzt, was haben die denn damals gemacht, als es noch keine Monitore gab? Das finden wir für euch raus. Das finden wir für euch raus. Seid eher so nach Folge. Gefühl gesungen. Wie ja, jetzt vermutet oder so hatte. Eine krasse Spiegelkonstruktion. Wir finden es für euch raus. Ja. Und jetzt reden wir so viel von Bühne. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie sieht denn diese Bühne aus? Ästhetik, los. Ästhetik, los. Für das Bühnenbild ist Anna Fiebrock verantwortlich. Die ist in diesem Regie-Team mit Christoph Marthaler. Mhm. Und das Coole ist, die beiden arbeiten super oft zusammen. Wenn ihr jetzt Stücke von den beiden schon mal an einem anderen Haus gesehen habt, dann seht ihr manchmal so kleine Sachen, die da vorkommen, auch wieder in anderen Stücken. Also die zitieren dann aus alten Stücken sozusagen. Recycelt. Genau. Recycelt, aber es macht dann auch Sinn in dem Stück. Mhm. Also jetzt nicht nur, weil sie sagen, cool, den Teppich können wir nochmal nutzen, sondern ja. Und das Bühnenbild, das ist ja sehr speziell. Ich würde jetzt sagen, es ist ein sehr starkes Hipster-Treffen in Pastell gehalten. Ja, voll. Fast so ein bisschen so 20er-Jahre-schick, genau. Ne? So ganz cleane Möbel und so, so Designermöbel, viel dunkles Holz und dann so eine pastellige Wandfarbe. Mhm. Und ich habe auch nochmal die Dramaturgin Katharina gefragt, wie sie denn dieses ganze Bühnenbild findet. Total verliebt bin ich in die wunderschönen Sessel, gemütliche
Sessel, in denen man versinken kann, die extra angefertigt wurden für diese Produktion, die auch so einen Retro-Look haben, aber die ich mir natürlich am liebsten selber in mein Wohnzimmer stellen würde. Das Bühnenbild ist zunächst einmal sehr atmosphärisch, bisschen retro, gemütlich, mit getäfelten Wänden. Und der wird sich verändern. Es gibt immer wieder Elemente, die sich verändern. Zum Beispiel wird, wenn wir das Thema Wüste im Stück haben, ein Bild gefunden, das diese Wüste ein bisschen aufgreift. Und zwar ist es ein großer Sandkasten, ein Zitat aus einem anderen Stück von Anna Fibrock. Und dieser Sandkasten wird jetzt bespielt von den Schauspielern, von den Darstellern, aber eben gar nicht so konkret, wie man sich das jetzt vielleicht vorstellt, dass da Kinder mit Backförmchen sitzen, überhaupt nicht, sondern es ist eher ein Angebot, eine Assoziation, die irritiert, die eben auch diesen konkreten Raum getäfelt, der das Ganze so ein bisschen bricht und in einen Hyperrealismus auch wendet. Wir haben hier so ein paar Bilder uns rausgesucht aus diesem Bühnenbild und ehrlich gesagt hat mich das ein bisschen an Wes Anderson-Filme erinnert. Ja, ich wollte es gerade sagen. So zum Beispiel French Dispatch, das läuft ja, glaube ich, gerade im Kino oder lief im Kino, ne? Genau. Und auch Grand Hotel Budapest oder Grand Budapest Hotel. Grand Budapest Hotel, genau. Wenn ihr das gerade nicht vor Augen habt, das sind immer so wahnsinnig cleane Bilder auch, ganz intensive Farben, ganz klare Linien. Mhm. Das passt da irgendwie so zusammen. Also was Ästhetik angeht und so, geht in Juditha. Und ich finde, Katharina hat da eine ganz schöne Zusammenfassung gemacht, wie so dieses ganze Stück für sie ist. Und sie hat da so eine Sache erwähnt, das mache ich super gerne. Und zwar einfach durch coole Antiquitätenläden oder Secondhand-Läden laufen, auch wenn man irgendwie nicht vorhat, sich was zu kaufen, aber einfach mal zu gucken, was gibt's da so. Lieb ich auch. Von was Absurdem, was versteckt hinter irgendeinem Regal lauert oder plötzlich was ganz Trauriges, was einen erinnert an irgendwas aus der Vergangenheit. Ein Bild aus Kriegstagen oder dann wiederum aber auch wirklich ganz komische und schöne Dinge. Also ich würde eher sagen, es ist so ganz, ganz überraschend, aber auch sehr, so ein bisschen retro. Ja, also ich würde sagen, schöner kann man das nicht sagen. Hat sie gut zusammengefasst. Es ist ein schönes Schlusswort. Ganz genau. Also ein kleines Trigger-Warning. Da steht zwar Spieloper drauf, es wird mit Sicherheit auch richtig lustige Szenen geben. Aber es ist schon auch, sag ich mal, tragisch, dramatisch und eben der Zeit angepasst, wo es damals verfasst wurde. Und jetzt ist die Premiere eigentlich angesetzt auf den 18. Dezember. 18 Uhr soll es losgehen, aber Corona, mal gucken, was da so passiert. Ihr könnt aber auf jeden Fall das Ganze auch zu Hause gucken. Checkt da einfach staatsoper.tv aus. Mhm, genau. Und da gibt es dann auf jeden Fall einen Livestream. Genau, und der ist auch umsonst. Ganz genau. Und mein heißer Tipp ist, wenn ihr einen kleinen Beamer habt, zieht euch eure Secondhand-Klamotten an, greift euch einen Glühwein und einen Beamer, wenn ihr euch jetzt zu dieser ganzen Corona-Zeit einen Beamer geleistet habt oder halt einfach einen Laptop, aber falls ihr einen Beamer habt, so mache ich das super gerne, einfach an die Decke und dann in der Hängematte legen und dann könnt ihr da Oper gucken. Wie fett ist das denn? Das ist ziemlich gut tatsächlich. Und weißt du, was noch fett ist? Nein. Na, natürlich weißt du es, aber ich sag's jetzt den anderen auch. Und zwar haben wir eine E-Mail-Adresse, wo ihr uns Fragen stellen könnt oder euch beschweren könnt, halt einfach euren Senf abgeben. Und zwar könnt ihr das machen auf how-to-oper, also how-to-oper, @staatsober.de. Wir versuchen für euch, eure Fragen zu klären und rauszufinden. Und ansonsten hören wir uns wieder bei unserem Spoiler nach dem 18. Mal gucken, wie wir das dann, ob wir live vor Ort sein können. Ansonsten. Ja, hoffe so sehr, tatsächlich. Ja, ansonsten machen wir diese Beamer-Hängemattenlösung. Genau. Und danach werden wir euch sagen, wie es war, in einem ganz kleinen Spoiler. Und jetzt macht euch einen schönen Tag und viel Spaß bei Juditha. Tschüss. How to Oper. Mit Linda Becker und Kathi Röhr.